Gibt es bei Skype eine Bildschirmübertragung für das Betriebssystem Windows 8? Hallo, ich bin Jens Christ und diese Frage wurde mir gestellt unter dem Video, wo ich die Bildschirmübertragung von Skype erkläre. Und die Frage ist ganz einfach, ja, die gibt es. Dann wurde auch noch gefragt, wo findet man diese Bildschirmübertragung? Und da ist es so, dass es sie zwar gibt für Windows 8, allerdings nicht in der Kachelversion. Und die Kachelversion ist die Version, die vorinstalliert ist. Das bedeutet, wenn du die Bildschirmübertragung bei Skype für Windows 8 benutzen möchtest, dann lädst du dir die Desktop-Version runter, installierst diese und dann kannst du, wie in den anderen Videos beschrieben, den Bildschirm über Skype teilen. Übrigens ist die Portable-App-Version von Skype auch die Desktop-Version. Das bedeutet, wenn du dir die Portable-App-Version von Skype runterlädst und auf deinen Stick packst, dann hast du auch die Bildschirmübertragefunktion. Solltest du nicht wissen, was Portable-App ist, dann kannst du dazu auch ein Video von mir anschauen, wenn du Lust hast. Warum es die Bildschirmübertragungsfunktion bei der Kachelversion nicht gibt, weiß ich nicht so genau. Es könnte daran liegen, dass Microsoft vermutet, dass wenn man die Kachelversion hat, dann benutzt man meistens nur eine Kachel bei Skype und dann wäre der zu übertragene Bildschirm eigentlich nur Skype und das möchte man ja eigentlich nicht übertragen. Und von daher vermuten sie vielleicht, dass man es bei der Kachelversion nicht braucht. Allerdings kann man auch mehr Kacheln auf einem Bildschirm haben und dann würde die Bildschirmübertragung durchaus Sinn machen, dass man eine einzelne Kachel übertragen könnte. Vielleicht kommt ja irgendwann diese Option auch in die Kachelversion wieder rein. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und du weißt jetzt Bescheid. Und die Bildschirmübertragungsfunktion von Skype ist schon eine tolle Sache. So spielen wir teilweise Wer wird Millionär über die Bildschirmübertragungsfunktion. Wäre zu schade, wenn es die bei Windows 8 nicht geben würde. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib das einfach in den Kommentaren. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, dann kannst du dich ja natürlich auch in den Kommentaren dafür bedanken oder mit einem Daumen nach oben. Wenn du sagst, Bildschirmübertragung brauche ich nicht, was soll das Ganze, dann gib einfach einen Daumen nach unten. Mach, was du möchtest, aber ich wünsche dir noch Gottes Segen.